Ding-Dong. Jemand zu Hause? Wir nach. Yalla, yalla. Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. Wir rücken vor, Mensch. So, ja, das tun wir doch mal. Da bin ich wieder. Die haben wir ja schon mal in Gefangenschaft gebracht. Ja, ich bin da immer noch nie so. Ja. Er hat einen guten Ding gehabt, ne? Jetzt gehen wir weiter, ne? Ich will, den Schlechter haben wir auch. Jetzt fehlt nur noch hier der Oberboss, der Obermacker. Ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen. So, können wir mal Klasserschlag draufhauen. Au! Jo, du Wichser! Da ist ein Feind am Turm! Treffer, Sie haben eine Gruppe. Ja, ja, der am Turm ist weg. So, da kann man mal. Krone wird noch nachgeladen. Okay. So, kann ich eigentlich in den Panzer nehmen, ne? Ich kann den Panzer nur hinterherlaufen. Leider. Echo, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. So. Da hab ich dich, da hinten sind noch welche, aber dann werden wir mal den Klapper schaffen. Na, wohl reicht das? Au! Okay, mehr als drei Feinde ausgeschaltet. Das ist doch wunderschön. Jetzt gucken wir mal ganz kurz mit der Sniper. Wir haben die Sniper ja nicht umsonst dabei. Auch wenn ich mit der nicht treffe, aber ist ja egal. Ich kann ja. Der Turm, deshalb fahren wir gerade nicht weiter. Hallo! Die haben doch alle da oben. Sag mal, ach komm, weißt du was, Panzer, lass mich. Bis, ah, jetzt fährst du weiter, ach so. Ein Heli im Anflug. Okay, den müssen wir irgendwie jetzt, oder, wenn er stehen bleibt. Und so vielleicht? Jawohl, Hammer. Der Heli ist weg. So, weiter geht's, meine Kameraden. Weiter geht's. Aua! So, den Turm, der müsste eigentlich nicht mehr besetzt sein. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt. Scheiße, unser MTW ist zerstört! Feindlicher Helikopter im Anflug! Abschießen! Alter Mann, hör auf! Na, ja, Helikopter, den, um den müssen wir uns nochmal kümmern hier. Ist unser Panzer kaputt? Ich frag mich, ob man die Mission auch so machen kann, dass der Panzer überlebt. Ich denke mal schon. Ich denke mal schon, dass es funktioniert. Aber wir haben es leider nicht geschafft. So, den haben wir da oben auch. Jetzt werde ich nochmal ganz kurz gucken. Da ist noch einer. Den Raketenwerfer, den haben wir auch ausgeschaltet. Da hinten sind noch welche. Hier, Scharfschütze. Da einer mit dem Raketenwerfer. Die scheißen YouTuber. Wie im Multiplayer, die ganzen Leute. So, erstmal ein Ding, können wir so jetzt müssen. Aua, aua, von wo aus? Aua. Irgendwo da. Ich glaube, ich habe den trotzdem noch bekommen. Okay, wunderbar, wunderbar. Weiter geht's. Wir müssen jetzt mal ganz kurz. Oh, Entschuldigung, Captain Preis, der Preis ist heiß. Du warst gerade im Weg. Du sahst gerade aus wie ein Gegner. Au! Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ich schieß da auch nicht auf euch. Sind nur Farbkugeln. Okay, wir müssen mal ganz kurz. Ich glaube, da oben so. Mal gucken. Na gut, hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Okay, wir müssen mal gucken. Ich glaube, die spawnen hier unendlich. Wir müssen echt gucken, dass wir langsam weiter vorrücken. Einfach rein! Einfach reinlunzen! Ne, hör mal auf mich zu tun. Damit kannst du Leute verletzen. Es ist General Barkov! Er ist hier! Ich verstehe sie leider nicht. Reden Sie bitte ein bisschen deutlicher. Ich hatte ja gerade so eine komische Ansage gemacht. Gut, jetzt haben wir, ich glaube, den Punkt haben wir eingenommen. Und sie ziehen sich auch langsam ein bisschen zurück. Das ist doch wunderbar. Kümmern wir uns nur um die restlichen Gegner und dann können wir, glaube ich, langsam weiter nach oben laufen. Haben wir hier noch was Interessantes? Außer Dunkelheit? Nee, ne?
Ich glaube, außer Dunkelheit ist hier nichts. Okay, wir haben wirklich den Panzer verloren. Ich frage mich wirklich, ob das machbar ist, dass der Panzer überleben kann. Ich denke mal schon. Hab noch ein Ziel. Wissen. Kein Treffer. Ziel anpassen. Erneut angreifen. Schade. Aua. Nee, das mag ich nicht. Hör auf. Mann. So. Wir heilen uns jetzt mal ganz kurz. Ist schon der scheiß Hardscoper. Der hat genau in die Ecke reingescoped. Und hat gewartet, bis ich mich wieder zeige. Richtiger Hardscoper. So, wir werden uns mal um die erstmal kümmern. In den Bäumen. Unter den Bäumen. So, ich werde... Ich glaube, von der Seite hier drüben ist es am besten zu pushen. Oh, fuck, Captain. Preis. So, wo ist der komische Hardscoper? Okay, der scheint tot zu sein. Okay, wir können wieder ein bisschen vorrücken. Natürlich ein bisschen schlecht, weil hier haben wir nicht so viel Deckung. Aber egal. Ja, einfach durch, würde ich sagen. Okay, hier ist irgendwo ein Helikopter. Wo ist denn der Mensch? Da ist er. Ah, nicht getroffen. Wieso muss ich eigentlich markieren? Hör auf damit. Kann er mal aufhören, sich die ganze Zeit hin und her zu bewegen? Ja, ich versuch's doch. Das scheint nicht zu funktionieren, glaube ich. Oder ich bin einfach nur zu dumm. Wir machen das jetzt einfach anders. Wo ist ein Helikopter? Da. Kann man den Piloten... Ja, das funktioniert. Einfach den scheiß Piloten rausgeschossen. So wird's gemacht und nicht anders. Ist im Sturm noch einer? Polizei! Die können sich ergeben. Okay, hier oben sind noch welche. Ich glaube, ihr macht das mehr Sinn, mal eine Rakete drauf zu feuern. Ja, genau. Ich wollte gerade einen Stim benutzen, weil ich benutze im Multiplayer immer einen Stim. Gesichert. Ja. Hat nicht ganz funktioniert. Ich habe gerade eine Flashnade geworfen, aber na gut, so ist es manchmal. Im Krieg und in der Liebe. Manchmal vertut man sich. Echo Team, hier ist euer Startpunkt. Ihr müsst zu Nikolai und die Ladungen holen. Du schaffst das. Wunderbar. Lass mich zuerst an. Okay, hier wird das Gas produziert. Und Barkov, genau, Barkov hieß der. Die sind schwer bewaffnet für ein Labor. Wir können diese Waffen gegen sie einsetzen. Ausschwärmen! Ich glaube, es ist einfach Pommes nicht mehr. Achtung. Was war das? Mann, wieso geht denn das hier? Nein, hör auf. Mann, was war denn das jetzt, ey? Mädel! Manchmal sind die schon ziemlich aggressiv unterwegs, muss man ja ganz ehrlich sagen. Man sieht ja echt sehr viel. Und da oben ist noch einer, dann haben wir... Da! Nein, ich verpiss dich. Und da ist auch noch einer. Okay, der ist tot. Du brauchst gar keine Deckung. Ich brauch Deckung. Au. Ach, ich bin verletzt. Ach so. Ich weiß, ich kann die Granaten zurückwerfen, aber ich trau mich immer nicht. Ich hab echt... Mann! Ich werde immer gekillt. Immer. Immer sind die anderen dann tot. Okay, wir hatten ja zum Glück hier einen Checkpoint. Den da oben haben wir. Ist hier oben über uns auf der Reling einer? Nee. Hier ist keiner drauf. Polizei! Okay, dann nicht. Ich hab dich gewarnt. Ich glaube, über uns müsste hier irgendwo noch einer sein. Weißt du was? Hier, fick dich!
War hier einer? Da. Da ist auch noch einer. Zeig dich! Zeig deinen Kopf! Da ist auch noch einer. Nee, das sind meine. Wieso wurden gerade die Namen von meinen Kameraden angezeigt? Hast du das gerade gesehen? Das ist sehr verwirrend, sehr komisch. Aber die haben ja aber ein schönes Waffenarsenal. Komm, die Kilo nehme ich gerne mit. Die Kilo nehme ich definitiv mit. Ember können wir auch mitnehmen, aber ist egal. Lass mal mit hier. Okay, das Zielvisier finde ich für die Kilo ein bisschen... Naja, nicht so meins, aber... Die Kilo ist trotzdem eine schöne Waffe. Mann, ich wollte da drüber springen. Warum geht das nicht? Okay, hier kommen wir wieder raus. Müssen wir raus? Ja, ne? Wir gehen jetzt raus. Nikolai! Hi! Nikolai hat kein linkes Ei. Okay, ich glaube, wir müssen... Der Zünder startet die Kettenreaktion. Die Kessel sprengt, der Rest folgt. Korrekt. Nicht verlieren. Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Ich bring den Rest zu Kreis und Sergeant Garrick. Wir sehen uns später. Sergeant Garrick. Mache das Brett auf, Mann. Ey, schubst du mich hier nicht rein? Ich will ja gar nicht hier rein. Oh, da hat einer von uns gerade ein Handy abbekommen. Das ist natürlich sehr unlucky für den Typen. Kann man eigentlich, weil wir die kämpfen ja gerade hier schön weiter, kann ich jetzt einfach sagen, okay, gut. Schade, ich dachte wie ein Multiplayer. Was ist das hier? Drück einfach mal drauf. Rote Knöpfe sind immer gut, also immer auf rote Knöpfe drücken, auch auf Arbeit, wenn ihr irgendwo an der Maschine einen roten Knopf seht, immer drauf drücken. Da passiert immer was Tolles. Ich glaube, da ist er noch, oder? Nee, nee, nee. Da hab ich mich vertan, du. Da war einer und hier vor mir war einer. Da. Tot bist du. Hi. Der erinnert mich schon ganz stark an Multiplayer, ne? Ne? Die Leute, die nur in eine Richtung gucken, dann werden sie von hinten gemacht und die wundern sich dann hier. Hm, wie geht das? Was bringt mir das, dass ich... stell ich die Maschine mit aus? Okay, gut. Haben wir einfach mal zwei Maschinen ausgestellt. Aber hier gibt es jetzt nochmal alle Waffen, ne? In jeder Variante. Ich glaube sogar, das ist das große Finale. Scheiße. Gut, ich muss los. Juggernaut! Piss dich! Hey, hallo! Hallo, komm mit! Komm mit! Kommst du jetzt hier durch oder nicht? Nicht schlecht! Danke, danke, danke! Gib mir Mühe! Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er unten. Tot? Nein! Definitiv nicht. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt einfach sage, scheiß auf den Juggernaut und ich laufe jetzt einfach weiter? Okay, das sollte man... Au, 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 das sollte man nicht tun. Au, hör auf damit. Ich glaube, wir müssen das hier über die Maschinen regeln. Ich glaube, das ist regelkonform. So. Ich glaube, jetzt dürfte der uns nicht mehr sehen und wir können... auf den Ballern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt schon leben. So, keine Ahnung, das interessiert den Null. Jetzt wäre ein Raketenwerfer schön. Wo ist denn der jetzt schon wieder? So, guck mal auf die Maschine, ob wir auf die... Aua, auf, auf, auf. Kann ich jetzt nicht schütteln, ob die das jetzt davon nicht schütteln. Ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher,
ob ich das hier richtig mache. Dann nochmal die Maschine drücken, dass er uns nicht mehr sieht. Seht ihn zwar auch nicht mehr, ne? Der Hand weg in der ganzen Sache. Kannst du mal aufhören, vor unseren Granaten abzuhauen? Okay, betäuben Sie den Juggernaut und zielen Sie auf den Kopf. Ich dachte eigentlich, wir müssen auf den Rücken schießen. Das war eigentlich so eher mein Plan, weil der hatte hinten ja so einen Tank drauf und ich dachte, der ist irgendwie explosiv oder so, aber scheint nicht so zu sein. So, wir versuchen den jetzt nochmal zu betäuben. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Leben der hat. Ne? Der ist gefühlt unsterblich. Ah, okay. Gut, so schwer war es dann doch nicht. Ich habe mich nur dumm angestellt. Wunderbar, Mensch. Schön ins Ohrloch penetriert, den Typen. Nehmen wir definitiv noch Granaten immer mit. Blendgranaten nehmen wir auch mit. Davon können wir nie genug haben. Ich will ja eigentlich abkürzen, ne? Eigentlich war ja mein Plan, dass ich jetzt einfach... Wir haben ein Problem. Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando. General Barkov gesichtet. Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform. Okay. Echo nähert sich den Heizkesseln, Kommando. Platziert eure Ladungen und raus da. Roger, Echo Ende. Du hast ihn gehört. Okay. Packen wir es. Barkov ist auf dem Weg. Zu den ja, gut. Bin gespannt, ob das jetzt das große Finale ist oder ob Barkov nochmal. Fahrer. Mein scheiß Fahrrad. Sicher! Was ist los? Zünder ist der Marsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Nein, hör auf damit. Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Farah, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Jetzt lacht er noch. Ehrlich.